Noch knapp 3 Wochen, dann ist Zwickau wieder im Rallye-Fieber. Am 29. und 30. Mai findet die 11. AVD Sachsen-Rallye statt. Markenzeichen der Rennsportveranstaltung sind ein Serviceplatz in der Innenstadt sowie der Rundkurs an der Glückaufbrücke. Über diese und weitere Highlights informierte die Rallye-Leitung am Montag bei einer Pressekonferenz. Dabei stellten sich einige der Top-Favoriten den Fragen der Journalisten. Motorsport gehört für Oberbürgermeisterin Pia Findeis genauso zu Zwickau wie Schumann zum Hauptmarkt. Jedes Jahr im Mai kann man beides auf einmal erleben. Dann nämlich, wenn die AVD Sachsen-Rallye auf dem Haupt- und Kornmarkt Station macht. 2015 geht die Rennsportveranstaltung zum 11. Mal über die Bühne. Natürlich wieder mit allen Highlights, die die Zuschauer gewohnt sind. Die Highlights sind, dass wir wieder zurückkehren auf die Glückaufbrücke am Freitagabend. Ich verspreche mir einfach noch mehr Action, noch mehr Publikum, noch mehr Gejohle und Bejubele und natürlich ein Ansporn für die Fahrer, besonders gut zu sein. Zweites Highlight ist natürlich wie immer für mich die Prüfung rund um Kirchberg, die dies Jahr mit über 25 Kilometer wieder sein wird und natürlich von den Fahrern als drittletzte und als letzte Prüfung alles abverlangen wird. Auf den 116 Kilometern durch das Zwickauer Land und das Vogtland müssen die Fahrer am Samstag 4 Wertungsprüfungen auf Bestzeit absolvieren und das jeweils 2-mal. Weißensand ist erstmals mit von der Partie. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, eine ehemalige Bergrennstrecke nicht rauf, sondern runter zu fahren und dann durch das schöne Götztal zu fahren. Und da verspreche ich mir also auch schöne Szenen, schöne Fotos und vielleicht auch begeisterte Zuschauer. Die vor allem Lokalmatador Mike Stölzel, im vergangenen Jahr Dritter, anfeuern werden. Das Zwickauer Urgestein möchte mit seinem Teamkollegen Thomas Windisch auch 2015 eine gute Heimrallye fahren. Vorausgesetzt, sein Porsche spielt mit. Wir haben in Oktober haben wir Gesamtsieg gefahren. Mit dem Porsche waren ein paar Ausfälle, da waren ein paar Platzierungen, zweiter, dritter Gesamtsieg. Ist leider noch nie passiert. Waren aber auch ein paar unangenehme Dinge dabei, so technischer Art. Und ja, wir haben halt immer irgendwie mit dem Porsche das Podest angestrebt. Streben auch dieses Jahr an. Ich denke, Ruben ist für uns ein bisschen zu weit weg. Vorjahressieger Ruben und Petra Zeltner werden in diesem Jahr erneut als Top-Favoriten gehandelt. Die deutschen Rallye-Meister von 2014 haben bei der AVD Sachsen-Rallye ebenfalls Heimvorteil. Der Serviceplatz in der Zwickauer Innenstadt ist für das rasende Ehepaar aus Liechtenstein der schönste in ganz Deutschland. Das kann der Rallye-Leiter nur bestätigen. Wir haben rundherum die Öffnung des Serviceplatzes für alle Zuschauer. Es kann hier Kommunikation stattfinden. Hier gibt es eine Menge Gastronomie, wo die Leute sich aufhalten können, zuschauen können, was die Teilnehmer machen. Hier können Gespräche geführt werden, hier können Autogramme geholt werden. Hier gibt es die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Fahrer sich wirklich mal 5 Minuten auszutauschen. Und wir haben besonders für den Freitag vorgesehen, dass die Fahrer viel Zeit haben, um hier ihre Sponsoren, aber auch eben die Zuschauer zu pflegen, also wirklich auf die Zuschauer zuzugehen und mit denen Kontakt zu haben. Ein erster Kontakt mit den Zuschauern war bereits am Montagnachmittag möglich. Ruben Zeltner, Mike Stölzel und Patrick Pusch, zurzeit Zweiter der Citroën Racing Trophy R3, ließen ihre Boliden zum Abschluss der Pressekonferenz für ein gemeinsames Foto vor das Rathaus rollen.